Ja, genau, haut sie um, dann greift ihr sie nicht wenigstens nicht an in der Zeit. So, da kommt noch eine Welle. Das heißt, noch mehr Einbeersäfte. Das heißt, wenn wir so umringt sind, gehen wir lieber auf Defensiv. Lass das mal vorgehen. So. Ja, der ist auch bald hinüber, hoffe ich mal. Jetzt ist da hinten nur noch ein Schütze. Okay. Dürfen wir jetzt Heilung benutzen? Oh, der Nice Pack-Wächter hat nur noch Fäuste. Hat wahrscheinlich seine Munition verschossen. Ein Schwert, ein Bock. So, Stufenaufstieg für Faulkner. Ja. Okay, wir schaffen es trotz einer schwer verwundeten Gladys. Lass das mal vor. Ja. Okay, da kommt doch noch eine Welle. Lass das mal vorgreifen bei meiner Axt. Okay, dass sie umgehauen ist gerade und eine Wunde hat, ist nicht gut. Einbeersaft. Und dich dann selber am besten heilen. Vorgrim ist auch ein Einbeersaft. Ja, jetzt wird's langsam echt eng. Mein Atem geht ruhig. So, ich wieder ein Einbeersaft. Die gehen mir langsam aus hier. Du brauchst einen neuen Armaturz.
So. Du nimmst sicherheitshalber auch nochmal einen Einbeersaft. Oder ich weiß, ich sauf das Zeug gerade runter, wie nichts Gutes. Aber wirklich eine Wahl haben wir auch nicht. So, und da denkt man, es sind die letzten. Aber es kommen noch drei Armbrustschützen. Oh, Gladys lebt wieder. Ja. Ihre Handlanger konnten mich auch nicht aufhalten. So, das heißt, wir verarzten jetzt erstmal Gladys. Machen einen Quick Save. Und dann gehen wir mal rum. Nice Big Arbeiter. Sag bloß. Unser lieber Undergast-Freund ist despawned. Also Jorik. Weil wir hier schon so viele rumliegen. Oder nee, halt, hier müsste er liegen, oder? Oder er liegt nirgends, weil es ihn zerfetzt hat, als der Feuergeist kam. So, einfach mal einsacken, was ich noch so einsacken kann. Naja, ich hätte meinen können, ich hätte ihn hier besiegt. Hier ist nämlich der tote beschworene Bär. Und da oben ist irgendwo irgendwie eine Nice Pack. Und da war er doch hier. Es kann doch nicht sein, dass der jetzt schon despawned ist. Oh, da ist noch ein Nice Pack-Mitarbeiter, der was hat. Ah ja, gucken wir mal nach Level-Ups. Ein Punkt in Schwerter für mich. Lass das mal Vorgrim machen. Punkt in Hiebwaffe für Vorgrim. Bogen kann sie nicht mehr. Also noch ein Punkt vielleicht in Speere. Ein Punkt in Armbrust erst einmal. Ja gut, schade um Jorik, falls er noch was hatte. Jandrik. Nicht Jorik. So. Und damit gehen wir jetzt hoch und stellen uns Ulvine. Obwohl, wir gucken erstmal. Weil ich weiß, es kommt eine Cutscene, sobald wir uns Ulvine nähern. Gucken wir erstmal kurz auf die andere Seite hoch.
Unter dem toten Bären liegt da auch nicht. Oder war das hier der erste tote Bär? Hm. Gucken wir es mal hier kurz hoch. Aber hier gibt's nichts. Also gehen wir zur Lawine. Viel mehr können wir hier nämlich nicht mehr tun. Da wartet sie schon auf uns. Ihr wart tatsächlich, mir in meinem Hause entgegenzutreten. Du bist jetzt ganz alleine. Eure Gräueltaten werden hier ein Ende finden. Wenn die Vogtin erst von all dem erfahren hat, nutzt euch auch euer hohes Ansehen nichts mehr. Ich weiß nicht, was mich mehr belustigt. Eure Naivität oder eure Sturheit. Mittlerweile solltet gerade ihr begriffen haben, dass niemand mich aufhalten kann. Niemand! Weder euer lächerlicher Arthur, noch der Graf und seine Vogtin, noch sonst irgendwer konnte mich stoppen. Ja, selbst die Götter vermochten dies nicht. Wo waren sie denn, als dieser Regulan auf den Stufen des Praeus-Tempels sein Leben aushauchte? Ich bin die wahre Macht im Perdor. Mein Geld erkauft mir mehr Einfluss, als je ein Gott in dieser Stadt haben könnte. Keine Macht! Keine Gewalt kann mich mehr aufhalten! Ihr werdet meine! Oh! Na, die Götter reden noch mit. Da liegt sie. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie hinter dem Mord an Ardo gesteckt haben soll. Das hat sie aber, meine Liebe, das hat sie. Sie hat es gut verstanden, Intrigen zu spinnen. Das muss man ihr lassen. So gut dann auch wieder nicht. Mit ihrer Grausamkeit hat sie sich Fexens Missfallen zugezogen. Und sie hat Ardos Freunde gehörig unterschätzt. Tja, dafür hat sie jetzt die Quittung bekommen. Niemand legt sich ungestraft mit Ardo vom Eberstamm an. Niemand! Dennoch hätte ich dieser feinen Dame und unserem korrupten Taschmann gerne den Prozess gemacht. Ganz zu schweigen von diesem sadistischen Jandrik von Andergast. Grämt euch nicht zu sehr, Barla. Ich bezweifle, dass das Urteil in irgendeinem der Fälle im Wesentlichen zu einem anderen Ende geführt hätte. Unser Ardo vom Eberstamm kann nun endlich in Frieden ruhen. Das ist das Entscheidende. Möge Boron seine Seele behüten. Mag sein. Dennoch wird in mir immer die Frage umgehen, ob die ganzen Opfer nicht hätten gerettet werden können, wenn ich Taschmanns Verruchtheit früher durchschaut hätte. Gortosha Mortomor. Mehr als dafür zu sorgen, dass die Guten nicht umsonst draufgegangen sind, ist oft das Einzige, was man tun kann. Der Ausspruch hätte von Ardo sein können. Irgendwie schön, dass er auf seine Weise in seinen Freunden weiterlebt. Gut und wahr gesprochen, meine Freunde. Bitte entschuldigt mich nun, ich möchte Emmeran Störrebrand noch einmal persönlich mein Beileid zum Tode seines Sohnes bekunden. Auf bald. Ja. Ja, Rache für Ardo ist abgeschlossen. Rache für Ardo. Stedowine Nalsberg. Ich habe diese niederträchtige Mörderin gefunden. Jetzt wird sie ihre Griechenstrafe nicht mehr entkommen. Rache für Ardo. Ardos Tod wurde gerecht. Ulvine Nalsberg hat ihre gerechte Strafe erhalten. Ja, und wir haben noch ein paar Sachen, die wir jetzt beim Krämer verkaufen können. Und dann können wir uns ein Boot kaufen. Und mal in Ardos Zimmer reingucken. Dafür brauchen wir ja den Schlüssel. Was war eigentlich der Schlüssel hier? Achso, das ist der, um durch das Tor zu kommen.